Und herzlich willkommen YouTube, hier ist wieder euer GrachTV und ja, wir sind hier bei 1954 Alcatraz angelangt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein neues Let's Play, was wir, spielen oder eher gesagt, ja, Let's Playen werden. Dieses Let's Play wird davon handeln, dass, eure Mithilfe gefragt ist. Das heißt, ihr könnt fleißig in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Ideen, Tipps oder Tricks habt. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, Kopf im Nacken, nein, so, darauf wollen wir auch nicht hinaus, sondern ich werde jetzt, habe jetzt die Ankündigung gemacht und ich werde das am Stück aufnehmen, ja, und werde mich dann nur nach der Aufnahme verabschieden und die Folgen werden so 10, 15 Minuten werden die Folgen gehen. So, und dann wollen wir loslegen, neues Spiel. Schauen wir doch direkt erstmal, oder? Ja. Jetzt geht's los. Hat ein bisschen gedauert, aber es geht los. La la la. Ich muss mal nochmal kurz was machen, Leute. Ich habe gerade gesehen, dass die Desktop-Audio lauter ist als mein Mikrofon. So soll es natürlich nicht sein. So. Ich glaube, jetzt ist besser. So. Dip, 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 to end me, dip, wie gesagt, ich hatte mich nur schon mal mit dem Spiel einmal reingeguckt, um die Tonqualität. 1954, Alcatraz. So, ich bin mal gespannt. Aha. You better flee life! Oh, pst. Der alte Hank hat gestern durchblicken lassen, dass er einen Fluchtplan hat. Er ist schon seit Ewigkeiten hier. Vielleicht weiß er wirklich einen Weg hier raus. Die haben mich hier schon viel zu lange verrotten lassen. Wird mich nicht wundern, wenn Christine mich schon längst aufgegeben hat. Ich muss von diesem Scheißfelsen runter. Aber Hanks Plan wird mich sicher was kosten. Okay. Suche die Glasklinge und die Schmerztabletten, die Jon's Style verstecken sind. Jedoch, Maustaste angeklickt, um Objekte anzusehen. Klicke die rechte Maustaste, um Objekte um dich herum anzuzeigen. Drücke die Leertaste. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir wollen ja natürlich erstmal ohne Leertaste schaffen, ne? Okay, warte. Okay. Dann gucken wir doch erstmal, fangen wir doch mal hier an. Gucken wir doch mal hier. Ich soll mit der Presse reden? Ich gebe keine Interviews. Okay, das hat schon mal nicht ehrenhafter Entlassung, okay. Das Ende meiner Tage als Funker. Ich rede nicht viel darüber. Was ist denn ein Funker? Die Ende der Tage eines Funkers, okay, Mantel? Nichts als Flusen und Staub in meinen Taschen. Wenn Mason meine Zelle das nächste Mal durchsucht, wird er enttäuscht sein. Solange er keinen genaueren Blick auf die Matratze wirft. Meine Arbeitsjacke. Ich habe ein paar Taschen da.
Okay, Matratze. Dann gucken wir mal direkt Matratze nach. Ich habe es erst vor einer Stunde gemacht. Mein Bett. Ja, aber der hat doch gesagt, da ist irgendwas in der Matratze, oder nicht? Egal. Ich könnte sie leer pumpen und über das Rohr mit den Jungs reden. Aber ich sehe sowieso gleich alle beim Frühstück. Okay. Was haben wir hier oben? Ah! Die sind hier mehr wert als Geld. Wie macht man das jetzt auf? Ah, so, okay. Jetzt verstehe ich. Was haben wir denn noch hier oben? Nein. Kluger Schacht zusammen vom Büchern. Das lasse ich hier. Okay. Das hilft mir. Ist sicherer, das hier in der Zelle zu lassen. Bis bald, Baby. Bis bald, Baby. Waschbecken. Ich habe mich schon gewaschen. Okay, dann haben wir hier oben noch Gitter. Ah, okay. Da ist was drin, was wir brauchen. Meine Glasklinge. An Gut. manchen Tagen meine Lebensversicherung. Heute nutze ich sie, um mein Matratzenkonto zu plündern. Matratzenkonto, okay, dann haben wir das zweite Mal Matratze. Dann gucken wir doch mal. Ich habe es erst vor. Ja, okay, dann muss ich wahrscheinlich mir das Messer nehmen, ne? Und dann auf die Matratze. Ja. Super. Wie gesagt, mit Hilfe des Gefallens ein gemeinsames Let's Play. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben. Na, also, ein 20er. Nicht schlecht. Könnte auf der Flucht von der Insel hilfreich sein. Shit, mein Messer ist kaputt. Wenigstens ist der Griff noch zu gebrauchen. Sollte ich wieder hinkriegen, wenn ich die zwei Scherben hier kombiniere. Durchzähle. Block B öffnen. Kann ich die Hilfe hier wegmachen? Okay, der hat gerade irgendwas von Klinge. Ist das Getränke? Sehr gut. Ja, okay, habe ich geschafft. Okay. Ganz. Gut, Messer ist gegangen. Oh, ich bin aus dem Spiel, glaube ich, rausgegangen, ne? Ja. So. Dann, los, ab in die Reihe! Ja, ich komme ja. Ich komme doch, Meister! Und es kommen die Tage noch viel, viel mehr Spiele, Leute. Viel, viel mehr Spiele. So. Beeilung! Wer sind Sie denn alle hier? Wen haben wir denn hier? Hank, 99 Jahre. Hi, Hank. Warum lassen die uns warten? Jemand macht das krank. Lieber auf die Krankenstation. Stillgestanden! Warum lassen die uns warten? Bekommst du Besuch? Bekommst du Besuch? Mich hat man schon lange vergessen. Der Arme, der tut mir jetzt schon irgendwie leid, ey. Ich würde mal gerne wissen, was der gemacht hat. Du hast gestern Abend etwas von einem Projekt erzählt. Du hast gestern Abend etwas von einem Projekt erzählt. Du kannst es haben. Mir ist egal, wie sehr du wenn du es dir leisten kannst. Okay. Erzähl mir mehr. 20 Kröten oder eine Flasche Schmerzmittel. In die Reihe. Ich bezahle dich beim Essen. Ich bin pleite. Wie wäre es mit einem Kostprobe? Ist es bei einem Mannprojekt? Ist es ein Mannprojekt? Ich mache erstmal, wie wäre es mit einer kleinen Kostprobe? Es gibt ein ungesichertes Fenster mit direktem Zugang zum Dach. Den Rest erfährst du dann. Okay, super. Ich bezahle dich beim Essen. Ich wusste, wir kommen ins Geschäft. Okay. Ist es ein Mannprojekt? Ist es ein Einmannprojekt? Ich arbeite nur noch alleine. Naja. Du brauchst auf jeden Fall einen Mann auf dem Festland. Jemand, der dich aus dem Wasser fischt und über die Grenze kutschiert. Jemanden, dem du blind vertrauen würdest. Okay, also praktisch seine Frau, wovon er die ganze Zeit geredet hat. Okay, ich hau heute Nacht ab. Kannst du meiner Frau eine Nachricht zustecken? Sie braucht mich gleich. Kannst du meiner Frau eine Nachricht zustecken? Sie besucht mich Ach, sie gleich. Besucht Ehefrauen mich. Ehefrauen haben in meinem Plan nichts verloren. So ein Porzellanpüppchen knirscht doch schon beim kleinsten Druck. Ruhe dein! Okay, ich hau heute Nacht ab. Vergiss es. Du brauchst mindestens ein paar Tage, bis du alles zusammen hast. Oh, wir reden beim Essen weiter. Dann erzähle ich dir den Rest. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal Gespräch beenden. So, dann haben wir noch da hinten den Gaspipe, lebenslänglich und nochmal 50 Jahre drauf. Ja, läuft bei dem. Wenn ich ihm hier die Meinung sage, Okay. Komme nicht an ihn ran. Gut, es geht weiter, Leute. Wenn hier noch irgendwas gewesen, kann ich jetzt gerade nicht gucken. Okay. Aber wir sind ja schon mal ein Stückchen weiter. Das ist hier schon mal was, ja? So. Zeit fürs Geschäft? Vielleicht.
vielleicht. So, mit wem fangen wir mal an? Ich finde mit dem... Ich guck einmal, was wir hier zu gucken haben. Da ist ein Schild. Dann gucken wir mal. Da lassen Sie uns nicht hin. Wir dürfen erst aufstehen, wenn das Frühstück offiziell beendet ist. Okay, was haben wir hier? Die wurden schon so oft übermalt. Notbeleuchtung. Von hier aus komme ich da nicht ran. Gut. Hank. Dann reden wir mit dem Hank und gucken mal, was er für einen Plan hat. Du bist hier doch schon mal ausgebrochen, richtig? Du bist hier doch schon mal ausgebrochen, richtig? Dreimal. Hof, Werkstatt und einmal bis ans Wasser. Irgendwann schaffe ich es. Mehr als nochmal lebenslänglich können sie mir nicht geben. Ey, die haben alle lebenslänglich hier, oder was? Also wegen diesem Projekt. Wegen diesem Projekt. Das kostet dich was, Junge. Gaspipe. Was? Hab nichts gehört. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Leute, ich esse hier doch nur meine Pfannkuchen. Fang mich gleich im Hof ab. Dann reden wir. Dann reden wir. Okay. Was brauche ich für deinen Plan? Was brauche ich für deinen Plan? Das ist kein Geheimnis. Du brauchst ein Team. Das gefällt mir nicht besonders. Du brauchst mindestens einen draußen. Kommt deine Familie gleich vorbei? Meine Frau. Sonst habe ich draußen niemand. Scheiße für dich. Du musst sie ins Boot holen. Wie soll ich das denn anstellen? Da steht ein Bulle 3 Fuß vom Telefon entfernt. Ich könnte ihn ablenken. Wenn du Ergebnisse willst, redest du besser mit mir. Okay, warum willst du auf einmal verkaufen? Warum willst du auf einmal verkaufen? Ich brauche das Geld. Für dich ist das ein Schnäppchen. Okay. Also er will aus dem Gefängnis ausbrechen. Man braucht auf jeden Fall jemanden, der draußen ist. Und das wäre in dem Sinne seine Frau, so viel ich jetzt verstanden habe. Richtig? Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, wir gucken jetzt einfach mal weiter. Also wir reden jetzt gleich mal hier mit dem Gast. Ich bin pleite, ich brauche deine Hilfe nicht. Kein Interesse, erzähl mir mehr, aber nicht hier. Erzähl mir mehr, aber nicht hier. Gut, wir sehen uns dann im Hof. Verschwende dein Geld doch nicht an ihn. Halt dich da raus. Sein Plan ist auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt gucken wir mal hier. Haben wir hier Bambi oder Bambi? Bumbi. Hey, Gaspipe. Hey, Joe. Hör zu. Kommt dich deine Frau nicht gleich besuchen? Sie ist kein Thema für dich. Ich weiß, dass sie kommt. Genau wie meine. Wie wär's, wenn ich euch ein kleines Privatgespräch arrangiere? Zum letzten Mal. Kümmer dich um deinen Scheiß. Wenn du es dir anders überlegst, hau mich im Besucherraum an. Fick dich. Willst du dich mit mir anlegen? Ich sitze hier wegen dreifachen Mordes. Klar. Wie war das noch? 2 Sekretärinnen und ein Buchhalter? Ruhe! Kinder, nicht hier. Sonst regnet es gleich wieder Tränengas. Noch einen Aufstand überlebe ich nicht. Okay, deinen Gefallen brauche ich nicht. Doch, in dem Sinne brauche ich seinen Gefallen. Du hast mir ein Gespräch unter 4 Augen mit meiner Frau organisiert. Warum, kannst du mir... Warum hast du nicht einfach ab? Fick dich, okay. Du kannst mir ein Gespräch unter 4 Augen mit meiner Frau organisieren? Klar, nur reden. Eine Nummer wird's nicht. Das ist klar. Was Gut. willst du dafür? Alles, was du hast. Ich hab dir doch gesagt, ich bin pleite. Du hast mindestens 100.000 da draußen. Spart euch eure Kräfte für den Hof. Ich will dem Kerl doch nur einen Gefallen tun. Ich habe nichts da draußen. Wie oft muss ich das noch sagen? Na gut. Dann schuldest du mir eben einen Gefallen. Deal? Kein Deal. Ruhe da hinten! Wenn du es dir anders überlegst, hau mich im Besucherraum an. Okay, Besucherraum, deinen Gefallen brauche ich nicht. Okay, warum hast du nicht... Warum haust du nicht einfach ab? Warum haust du nicht einfach ab? Hockst hier rum und machst dich wichtig. Selbst wenn man es ins Wasser schafft. Die Kälte und die Strömung geben dir den Rest. Und vergiss die Haie nicht. Es gibt keine Haie. Da gibt es diesen einen. Dem haben sie die Seitenflosse abgerissen. Jetzt schwimmt er im Kreis um Alcatraz. Er patrouilliert. Bullshit. Ja, also da würde ich, das glaube ich auch nicht. Vor allem, die haben so eine Heißflosse, die Seitenflosse abgerissen und jetzt schwimmt er im Kreis. Ja, ist klar. Deinen Gefallen brauche ich nicht. Fick dich. Fick dich. So, dieses Spiel ist anscheinend nicht jugendfrei. Nein, mein Spaß. Guckt ruhig weiter. So, jetzt gucken wir mal hier den Bumbi. Was gibt's Neues? Bist du bereit für deine Anhörung? Bist du bereit für deine Anhörung? Ja. Mein Anwalt sagt, ich komme heute vielleicht frei. Man sieht sich dann. In der Witzbeilage, ihr Penner. Boah, oh, der ist aber richtig gut drauf, wa? Kannst du eine Nachricht für mich rausschmuggeln? Ja. Kannst du eine Nachricht für mich rausschmuggeln? Nee. Und das gilt für alle von euch Deppen. Wenn ich draußen bin, fresse ich nur noch Pizza. Und ficke Bedienung. Ja, am besten gleichzeitig. Oh Mann.
Hat einer von euch Typen jemals Pizza probiert? Sehr schön. Du hattest doch einen Fluchtplan. Bekommst du heute Frauenbesuch? Bekommst du heute Frauenbesuch? Nee, meine Alte hat sie aus dem Staub gemacht. Aber wie man hört, geht deiner an den Pierce auf den Strich. Willst du echt Ärger, Bumpy? So kurz vor deiner Anhörung. Ich mache hier nur Spaß. Ich schau mal bei ihr vorbei, wenn ich draußen bin, okay? Du hattest... Der ist richtig krass drauf, Leute, ne? So. Du hattest doch einen Fluchtplan. Du hattest doch einen Fluchtplan. Ah, der Plan. Jeder hat einen Plan. Was hattest du vor? Den behalte ich, falls sie mich da behalten wollen. Okay, schon gut. Schon gut. So, und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam zum spannenden Teil, oder? Du kennst die Regeln. Nimm so viel du willst, aber der Teller wird leer gemacht. Ah, okay, ich muss erst essen. Okay, dann essen wir jetzt. Dann haben wir es geschafft. Und dann kommen wir zum spannenden Teil, glaube ich. Aufgegessen. Und das Besteck. Okay, sonst war hier, glaube ich, nichts. Ne, ich guck nochmal. Ne. Okay, wir können gehen. Sehr schön. So, alle Mann aufstehen. Wer Besuch bekommt, stellt sich in die linke Reihe. Gut,